So, da sind wir bei Dead Rides Retribution. Weiter geht's. Wir sind mittlerweile relativ hochgekommen hier im umkämpften Hochhaus. Wir sind auf der Suche nach einem TV-Studio, das relativ in der Nähe sein müsste. Also, wir warten auf jeden Fall einige Leute auf mich beim letzten Mal. Wie so ein Clowns-Auto, Mann. Ach ja, nicht mehr lang. War's das? Ich glaube nicht. Hat nicht so viel Schaden auf die Entfernung gemacht. Das sollte gereicht haben. Okay, aber was ist in diesem verdammten TV-Studio, das so viele Leute mit so vielen Waffen dieses Ding beschützen? Okay, komm auf mich zugerannt, wenn du Oh mein Gott. Moment. Moment. Consumer whore, you wouldn't be here. So, who wants to watch me make one of these soulless fuckers bungee without a rope? Das ist nicht so eine coole Idee, Mann. Okay, das hat mich gerade echt aus der Bahn geworfen, als er hier die verdammte Tanzfläche arrangiert hat. Gut, wir gehen erstmal weiter und gucken, dass er niemanden dazu bringt, Bungee zu springen ohne Seil. Das ist keine gute Vorstellung. Egal, wo du reinspringst. Da fuck. Okay. Ich frage mich weiter nach, wie das Projektil da durchgekommen ist und ich nicht, aber wir sollten hier lang gehen. Wir sind im TV-Studio angekommen. The way Riggs had hostages placed, exits covered, the union organized. He had military written all over him. You hope to gain from this? You've made a big mistake. Neither this city nor I will ever bow down to terrorist tactics. We've all had enough of being dictated to by criminals. Oh, brave words, Mr. Media, Mr. Voice of the People. Those people are still living in shit. Big talk is easy when you're looking down from your penthouse. So einem goldlackierten Thron, den er aus Scheiße gebaut hat. Erstmal hier reingeht. Okay, ich dachte, du drückst den Knopf. Nope, nope. Wir zeigen den Leuten gleich, was abgeht. Polizeitactics. Erstmal Gewalt an der Tür verüben. Okay, da sind Geiseln. Oh, oh. Okay, das war gut. Keiner der Geiseln irgendwie zu Schaden gekommen, wie es aussieht. Waren das echt nur zwei? Oh, nope. Es waren nicht nur zwei. Protect the innocent. Hey. Forrest. Hey, Forrest. Chill. Wohin läuft der eigentlich? Was denkt er sich dabei? Ich meine, okay, ich habe einiges an Munition gebraucht für ihn, aber trotzdem, ich habe mehr als genug Munition dabei. Also nicht meine. What? What are these guys on? Daneben so. The fuck? Okay. Wieder die gleiche Shotgun von vorhin, die mir gute Dienste erwiesen hat. Selbst auf mittlere Entfernung ist die gar nicht so scheiße. Ich bin echt vorsichtig. Wir sind halt mitten im Nest mittlerweile im TV-Studio, wo sie sich aufgebahrt haben, um den Typen hier Temple fertig zu machen. Was geht ab, Boy? Oh shit. Okay, sowas macht halt echt nur ein Comic-Bösewicht. Von mir aus, wir haben die Geiseln gerettet und sind erstmal außerhalb vom Haus. Pursue Riggs, don't let him get away. Dann sollte ich vielleicht in die richtige Richtung laufen, das wäre ein Vorteil. Vielleicht hier mal die Pistole rausholen, falls ich wirklich schießen muss. Lauf, Jack, lauf! Oh! Shit! Vielleicht sollte ich doch mit der Schrotflinte rumlaufen. Wenn die Typen direkt vor mir rausspringen, wäre dann eigentlich die bessere Waffe. Alter! Das Kürbis! Die göttliche Schrotgurgel! Aber das Ding. Carambine noch mitnehmen auf dem Weg. Ich sag mal so, direkt auf mich zulaufen ist nicht die Taktik, die ihr verwenden solltet, wenn eure Aufgabe ist, mich zu töten. Pro-Tipp von meiner Seite. Auch wenn es eigentlich kontraproduktiv ist, euch taktische Tipps zu geben. Ich meine, ich kann sie dir ins Ohr flüstern, während ich irgendwie mein Messer in deinen Rücken ramm. Bitches! Der Typ steht auf Nahkampf.
Weiß auch nicht, was in seiner Jugend falsch gelaufen ist. Dass sein Plan war, dass sein Plan nicht war, okay, gib mir eine große Waffe, ich mach das schon, sondern gib mir einen Anzug aus Kissen und werde auf ihn zurennen und ihn Tode kuscheln oder was auch immer sein Plan ist. Na gut, wie auch immer. Nope, okay. Das ist tragisch geendet, Mann. Ich hab nicht erwartet, dass es irgendwie anders endet. Oder schöner Headshot. Da kommt wieder einer zu nah. Die lernen es einfach nicht. Aber ich meine, ey, das ist ein Vorteil für mich. Bin froh, dass es keine Raptoren sind, die lernen. Wobei, ich glaube, Türen öffnen können sie schon. Shit, da ist GG Allen. Ja, auch noch einen Headshot geben. Irgendjemand Munition für die Carabine dabei. Oh ja, der Typ. Dankeschön. Na, komm schon. Hatte ich echt eine Glühbirne geschützt? Aber du weißt ganz genau, bei wem du dich bedanken darfst. Der verdammten Glühbirnenhersteller, der irgendwie kugelsicheres Glas für seine Birne benutzt hat. Ich hätte erwartet, dass es relativ teuer ist, aber wenn man es in jede handelsübliche Birne einbauen kann, muss man natürlich auseinandersäbeln mit meiner Waffe. Fuck! Du willst clinchen? Kein Thema! Bitch! Ciao dann! Fall doch endlich! Ich hab gesagt, fall da runter! Okay, ich weiß nicht, wie du noch am Leben bist, aber ich sollte weitergehen, bevor der Typ entkommt, den es hier wirklich geht. Scheint auf jeden Fall richtig zu sein. Dammit. Genau den werde ich dir brechen, du Bitch. Backup arrived too late to do anything more useful than mop up the mess. Okay, das war das Kapitel Strikebreaker. Wir haben Gold gekriegt, so muss es auch sein. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Kapitel Nummer 2, Shadowboxing. I returned to the precinct to face my usual welcoming embrace. Then, put the hostages in a line of fire. One of them, Julian Temple. I mean, amazing. In less than a minute, you destroyed any chance of negotiations. Your negotiations ended with a woman being thrown out of a 15th floor window. You asshole. Whoa, whoa, what did you call me? I called you an asshole. Hey, Jack. Sorry my boys turned up late. We were busy elsewhere. You know how things are at the moment. We're stretched thin. You did good, though. Good? What do you mean he did good? He disregarded a direct order! We were late and they were throwing people off a balcony. Your inaction caused that death, and would have caused more if Jack hadn't been there to help you unfuck Bullshit. Yourself. Bullshit! He saved lives! This town needs that kind of cop. Now give him back his badge and gun and let him get on with what he does best. You know we can't afford to lose any more good cops. Are we done? For now. For now. Thanks. Like I said, this town needs good cops. Of course, you realize you're in the wrong department. And I need more badasses like you and my team. You're still trying to recruit my boy, Red. Always. You're late for your appointment. Better not pull any cheap punches, Jack. Remember, I'm just an old man. Yeah, right, old man. You can hold your own. Just go easy on me. I've already taken a few low blows. Yeah, there. I heard. Ennis has always had a beef with me, so he's taking it out on you. Still, you do like to hand him the ammunition, son. They threw a woman off a balcony, Dad. I couldn't just stand there. I brought you up right
and you made a right call just to prove it. You won't find me anything but proud. No need to defend yourself to me. Just keep your guard up, in the ring and out of it. We're just gonna keep talking. Old man, are we gonna actually fight? Don't be in such a rush to lose, son. Oh, to lose. Still talking. That's all I hear. Talking. Okay, wir prügeln uns mit unserem guy, Jack, eigenen Vater. But out there, they got numbers and they play for keeps. Good. Jack. Oh, Jesus Christ. Reactions. Holy fuck. A nice little sidestep, der alte Mann. Trip to the ER. Wir keine Zeit verliert. All right. Great work. Now, let's try it all together. Okay, 1, 2, 3. Im Prinzip ist es echt nur Training, falls wir wirklich ein bisschen Kombos üben wollten. Wie gesagt, da gibt es hier noch eine schöne Kombo, die wir machen können. Eine Dreier-Kombo. Es gibt einige Kombos in dem Spiel. Wir können auch jederzeit aufhören oder vor unserem Vater im Ring rumtänzeln. Noch ein paar Kombos üben. No wonder you were the police boxing champion. Ja, oder? Gefällt dir, von deinem Sohn verprügelt zu werden? Ich weiß nicht, was es für ein Fetisch ist. Got you. Weiß nicht wirklich, wie einem sowas Spaß machen kann, aber okay. Wie gesagt, Nahkampf ist wichtig, aber es ist eine Sache, wo ich relativ schnell wieder drin bin. Alter, lass mich doch zur Glocke laufen. Ich will dir nicht weiter wehtun. Komm schon. City authorities have praised his bravery and look forward to reviewing his recent anti-crime proposals. What do you hope to gain from this? So, these guys, the ones at the tower, they were union? Yeah. Yeah, it used to be a time when the union were just that. Industry died and so did the cause. Eventually they just became another gang of thugs. Schiebst du meinen Hund zur Seite? Still, this is way beyond the norm. Oh, Bob, you should have seen the guy leading them. Military, or ex-military at least. There is no way the Union could have afforded the gear they were sporting. And that gunship, I've never seen anything like that. It just doesn't figure, Jack. Someone's firing them up, using the Union as pieces in a bigger game. We should head down to the docks in Milton and have a look around. Seems like the only lead we got going right now. What, we? I thought you were on that case down in Chinatown. I was. Well, I am. They're all afraid to talk down there. And damn close to a triad turf war. Like to back you up on this one, if that's okay with you. Shadow's got a good nose. Could come in handy. Yeah, he's got a good bite, too. My gut tells me that they're gonna be pretty tooled up down there, waiting for a lot of heat to come down on them. Yeah, you're heat? Probably right. Good of him. But between us, we might be able to get him to talk first and fight later. Ich meine, wir könnten es versuchen. Okay. Zusammenarbeiten mit Papi. Schauen wir, ob das gut geht. Ich meine, wir haben Shadow, von dem her, es kann eigentlich nicht wirklich was schief gehen und ich denke mal, er ist auch kein schlechter Cop, hat verdammt viel Erfahrung und wir schauen einfach mal, was wir in Milton finden. Da wären wir auch schon. Der arme Hund, Mann, muss immer im Regen arbeiten. Soll man irgendwie einen kleinen Poncho bauen? Regenponcho? Ist da der Bock drauf? Ich glaube, das heißt nein. Na gut. Was geht hier für ein Film? Makes me sad to see how run down Milton has become. Used to be busy day and night. Good honest folk doing good honest work. Then the crash happened. They tried to defend their rights, but lost the battle. And then their ideals. Disaffected fathers raised disaffected youths. And they grew up to be just another gang of fascist thugs. Verstehe. Ja, das ist doof. Ja, Mann. Der Kreislauf der Scheiße. Genau auf die Scheiße müssen wir mit dem Stiefel leider treten. Auch wenn es schmutzig ist. Your left hook still needs a bit of work, though. The dog's always eyeing me like I'm some Christmas ham. You haven't showered since Temple Tower, Jack. You smell like a Christmas ham. I know this area pretty well. Don't remember that gate being there. Looks new, too. Reckon what we want is behind that. Shadow, keys. Fetch the key. Retrieve the key to open the gate. Okay, das kann ich machen. Schauen wir doch einfach mal. Sneaken. Mit L2 können wir leise vorangehen.
Wir können Herzschläge fühlen und natürlich auch leise killen. Jetzt mal schauen, dass wir keine Aufmerksamkeit erregen. Und schön von hinten. Down machen den Kollegen. Drag. Prevent Alerts. Drag and Hide Bodies. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Wir müssen natürlich auch gucken, dass er dann irgendwie außerhalb der Reichweite von den anderen ist, dass er nicht gefunden werden kann. Ich glaube, hier draußen ist es noch relativ egal. Vor allem habe ich keinen Daumen, Alter. Ich kann nicht mal den Mülleimer aufmachen und den Körper da reintun. Das soll aber auch nicht weiter schlimm sein. Wir können dadurch natürlich auch durch diese Herzschlagerkennung ein bisschen durch Wände schauen. Das heißt, wir haben Wallhack. Armed enemies are dangerous. Try not to get spotted. Danke für den Pro-Tipp. How long are we supposed to wait around for? Don't know. What did Rick say? Dass wir den hier erstmal aus dem Verkehr ziehen. Sehr gut. Stirb schneller. Danke. Okay, wo können wir den jetzt hinziehen? Ich glaube, die beste Idee wäre es, ihn rauszuziehen. Was kurz dauern kann, aber die Chance ist einfach geringer, dass ihn dann irgendjemand findet. Außer jemand muss pissen gehen. Man merkt dann in dem Moment, wo sein Urin seine Wimper trifft. Alter, das ist eine Wache, Mann. Den kenne ich doch. Das ist Bob. Was macht der da draußen? Tot sein. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Okay, erstmal den hier, bevor er wieder zurückläuft. Ha. Können wir hier reinziehen? Sehr gut. Das ist, glaube ich, eine Ecke, wo die Gegner nicht wirklich hingehen. Hoffe ich. Werden wir sehen. Kommt der Hund von hinten im Kissen und erstickt ihn erstmal. Schau den Hund an. Wo hat er dieses Sofakissen her? Okay. Das ist kein einfacher Job, Polizeihund zu sein. Der beste Polizeihund aller Zeiten. Ich meine, komm schon. Komplette Lagerhalle mit bewaffneten Wachen. Easy, Mann, gar kein Problem. Okay, zieh. Es muss ein bisschen schneller gehen jetzt. Dann stehen sie nämlich näher nebeneinander. Okay, da könnte ich nach hinten gehen. Ich muss auch immer wieder gucken, dass ich nicht auszusehen denke, dass der hinter der Wand steht und dann steht er nicht hinter der Wand. Kann ich erstmal nicht einfach reinlaufen? Bewegt ihr euch oder? Was macht ihr für einen Scheiß? Okay, er geht. Alter, sei doch ruhig, Mann. Du verrätst mich. Ich meine, dass du nicht mehr dastehst und nicht rausgelaufen bist, sollte eigentlich genug auffällig sein, aber ist es nicht. Die sind ein bisschen dumm. Ich meine, die arbeiten in so einem abgefuckten Lagerhaus. Was erwartest du? Das sind keine Investmentbanker. Da wo Freddy war, ist nur noch eine Blutlache. Wird schon nichts gewesen sein. Okay, ich könnte den... Ja, wobei, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich versuche hier vorne rumzugehen und zu gucken, wann er rauskommt. Juno Castings. Ich weiß nicht genau, was die herstellen, aber okay. Also Castings. Juno? War das nicht dieser komische Film? Alan Page? Keine Ahnung. Ich sollte erstmal gucken, wie ich den Typen jetzt um die Ecke bringe. Ich nutze die Chance. Ich glaube, der von innen kann mich da nicht wirklich sehen. Zieh. Sehr gut. Ich weiß nicht mal, ob der Kill wirklich nötig war. Ob der Schlüssel da oben ist vielleicht? Lass mal schauen. Und so ist ja schon mal ein Problem wenig. Da ist ein grüner Typ. Warum ist der grün? Ist das eine Waldelfe? Ich hoffe nicht. Ich kann auch keine Türen öffnen. Sorry, ja, ich kann komplett das Lagerhaus an Leuten ausschalten, aber Türen öffnen? Hallo?
Da kommt die Daumentheorie von vorhin wieder. Dann lass mal hier lang schauen. Immer schön den Fußabdrücken folgen. Bark. Lure Enemies mit Dreieck und Sneak for a short range bark. Also wir können einfach nur so ein kleines leises. Ja, genau sowas. Bellen loslassen, ihn rauslotsen. Und dann gucken, dass wir ihn von hinten packen. Oh, ich hab's mal knapp. Hat sich gerade umgedreht. Sehr gut. Kann ich auch erstmal liegen lassen, glaube ich. So weit hoch kommt keiner von den anderen. Und wenn doch, dann ist eben dumm gelaufen. Dann muss ich meine süßen, flauschigen Beine dazu einsetzen, schnell hier rauszugehen. News said his name was Slate. Bastard. Wie weit kommt der Kollege vor? Hey, anyone know when the next Anvil's game? Hört doch auf zu labern. Bin ich irgendwie Jobs tun? Ich meine, ich könnte. Könnte ihn kurz hier rauslocken. Der hat höchstens einen Schwanz um die Ecke gehen sehen. Oh, fucking hell. Oh, fuck, hat das noch gezählt? Stopp! Ich glaube, das hat doch gezählt. Okay, das ist total in die Hose gegangen. Er hat doch noch das Schwanzende von dem Hund gesehen. Das war gefährlich, das hätte echt ins Auge gehen können. Aber jetzt kann ich ihn auf jeden Fall easy ausschalten, denn der guckt, glaube ich, nicht wirklich hier rüber. Geh, komm schon. Da ist keiner mehr, mit dem du dich unterhalten kannst. Warum bist du überhaupt hier? Ah, scheiße. Den kann ich hier nicht einfach killen. Muss ich hier das Regal geben, wenn er da ist. Also ihr seht, es ist zum einiges taktischer, wenn wir Shadow spielen. Wir müssen gucken, wie wir Gegner am besten ausschalten. Wir würden natürlich keine Schrotflinte dabei haben, was ein bisschen albern wäre. Ich bin auf den Rücken gebunden. Hätte Stil, aber naja, ihr wisst schon. Wird auf jeden Fall den ganzen Spaß rausnehmen. Wir sind so schon ziemlich OP für einen Hund. Ich meine, die Gegner machen es uns halt auch mehr als einfach. Die wollen, glaube ich, nicht leben. Die können sich nicht vorstellen. Warte mal, der stand mit dem Rücken zu mir die ganze Zeit. Schöne Scheiße. Hätte ich ihn gar nicht anlocken müssen. Das ist halt das Problem. Man kann nicht wirklich unterscheiden, was dein Hinterkopf ist und dein Vorderkopf. Wie gesagt, die vordere Seite deines Kopfes, Alter. Platt gedrückt. Hat deine Mutter dich nicht umgedreht als Baby? Halt die Klappe und gib mir den Schlüssel. Yes, okay. Wir haben die Karte. Jetzt können wir zurück zu Frank gehen. Wir sollten auch so schnell wie möglich zurück zu Frank gehen. Gibt's einen Shortcut? Oh. Polizeimarke. Ein Shortcut, aber ein Secret. Im Prinzip Collectibles, die es, glaube ich, in jedem Level gibt. 5 Stück oder so. Was ich finde, nehme ich mit. Ach so, klar. Der war grün, weil das Frank war. Oder Jack, je nachdem. Kein Waldelfe? Okay, wobei die Erklärung fand ich irgendwie cooler. Na gut, man kann nicht alles haben. Oh shit, der hat mich gesehen. Da passt der Eimer nicht auf. Und der eine einzige Typ, der noch irgendwie am Leben ist, sieht dich halt durchrennen. Okay, da steht auch irgendwie direkt hier vorm Ausgang. Na komm schon. Und tschüss. Jetzt fällt der ein, mich zu sehen. Jetzt mal die Augen zugemacht. Aufgabe erledigt. Jetzt erstmal zurückgehen, den beiden Schlüssel bringen. Good boy.
der Beste. Come on, let's take a look. But no gunfire. So gar nicht? Okay, wie gesagt, wir haben es geschafft. Shadow hat seine Aufgabe erledigt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein, dann schauen wir uns Milton hier ein bisschen genauer an. Bin auf jeden Fall gespannt, freudig auf eine neue spannende Folge Dead Rights Retribution. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.